Hi, grüßt euch. Wir haben jetzt richtig schmuddeliges Novemberwetter. Der ideale Zeitpunkt, um einen schönen warmen Tee zu trinken. Und womit ich das mache, darum soll es heute mal gehen. Bis gleich. Und um das Ganze noch ein bisschen interessanter und aussagekräftiger zu machen, habe ich mir jetzt einen Morgen ausgesucht, wo wir minus 2 Grad haben. Ich habe schon das erste Eis auf der Tonne. Und das zeigt dann auch den ein oder anderen Nachteil der verschiedenen Kochersysteme. Schauen wir uns erstmal alle an. Ja, man sieht schon auf den ersten Blick, dass wir hier ein komplett unterschiedliches Packmaß auch haben. Da hätten wir zum einen den Holzvergaser, da hätten wir den Trangia bzw. Spirituskocher und einen kleinen Gaskocher. Die Kocher sind aber immer nur die halbe Miete. Wir müssen uns natürlich auch anschauen, wie wir den Brennstoff mitschleppen. Zeige ich euch auch jetzt nochmal im Detail für die einzelnen Kocher. Für den Holzvergaser oder auch für so einen kleinen Hobo zum Zusammenstecken, den ich jetzt leider nicht habe, braucht man eigentlich keinen Brennstoff in der Art wirklich selber mitschleppen. Ich habe halt dann in dem Fall meine Zunderbox dabei, Anzünder, bisschen Kienspan und das Holz, das sucht man sich dann einfach vor Ort. Der Spirituskocher, der hat jetzt auf den ersten Blick erstmal voluminöseren Brennstoff. Das heißt, wir hätten hier jetzt so eine typische Literflasche, wie man sie für, keine Ahnung, 99 Cent, 1,99 überall bekommt. Und zwar nicht nur wirklich in jedem kleinen Tante-Emma-Laden, sondern auch tatsächlich praktisch überall auf der Welt. Allerdings, wenn man ein bisschen mit dem gekocht hat und hat so ein Gefühl dafür bekommen, wie viel braucht man pro Mahlzeit, wie viele Mahlzeiten visiert man an, dann ist es auch überhaupt kein Problem, das in wesentlich kleinere Flaschen abzufüllen. Also ich habe hier, ich glaube, das sind 100 Milliliter Flaschen, zwei verschiedene Arten. Und schon für eine Mehrtagestour kann es reichen, wenn man 300 Milliliter mit hat und kann das auch schön verteilen in solche kleinen, wirklich dichten Behältnisse und braucht keine große Flasche mitschleppen. Beim Gas ist die Auswahl eigentlich noch größer, was die Volumen angeht, aber auch was die Zusammensetzung angeht. Das fängt dann wirklich an bei relativ kleinen Gerätschaften hier in dieser Größe. Das sind, glaube ich, 100 Gramm, 250 Gramm, 300 Gramm. Das geht auch noch größer. Und man hat verschiedene Zusammensetzungen. Wir haben hier 70-30 zwischen von Butan zu Propan. Und es gibt auch noch spezielle Performance-Gase, die dann fürs Hochgebirge oder kältere Temperaturen geeignet sind. Was man schon mal sagen kann, Gas ist ganz klar vom Brennstoff her die allerteuerste Alternative. Ja, so eine kleine Packung hier kostet schon fast 5 Euro. Das geht dann bis zum Performance-Gas, was dann stellenweise über 10 Euro kostet. Je nach Angebot natürlich, aber grundsätzlich vom Brennstoff her ist Gas das teuerste. Es gibt noch drei Kochersysteme, die ich jetzt nicht im Detail vorstelle. Das ist zum einen der Benzinkocher. Besitze ich schlicht keinen, finde ich durchaus interessant. Ist mir persönlich aber zu laut und bei den Touren, die ich mache, ist er nicht wirklich nötig. Zum zweiten wäre da der S-Bit-Kocher, den habe ich euch ja schon beim militärischen Equipment vorgestellt. Er hat sicher seine Daseinsberechtigung, aber man muss wirklich den Brennstoff gut verpacken, damit er kein Wasser zieht. Er ist zwar klein, allerdings ist die Leistung auch relativ schlecht gegenüber den anderen Systemen. Und zum dritten die Bushbox, Hobobox, was auch immer, was man zusammenstecken kann, besitze ich leider auch nicht, finde ich interessant. Allerdings ist es natürlich sehr nah am Holzvergaser, auch wenn diese Vergasungsfunktion, wo der Rauch im Prinzip noch mit verbrannt wird, ist nicht gegeben. Grundsätzlich ist das aber eines der kleinsten Systeme überhaupt, weil das bisschen Alu, was man da zusammensteckt oder Edelstahl, ist natürlich unheimlich leicht. Wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Gaskocher. Das ist eines der einfachsten Systeme überhaupt. Wir haben hier den Kocher selber. Den eigentlichen Kocher gibt es in verschiedenen Größen. Das ist so eine mittlere Größe. Es gibt ihn größer, es gibt ihn noch viel kleiner und leichter. Es gibt auch Systeme mit Schlauch. Das hat seine Vorteile bei Kälte. Wenn das Gas nicht richtig fließt, kann man die Flasche dann praktisch so hinstellen und der Schlauch führt dann zum eigentlichen Brenner. Denkbar einfach, man schraubt das Ganze einfach auf. Klappt ihn auf. Dreht das Gas auf. Und durch die eingebaute Piezo-Zündung ist der Kocher an. Ich werde jetzt mal 300 ml Wasser aufstellen und schauen, wie lange es braucht, bis es auf höchster Stufe kocht. Minuten 10. Das
Das Wasser hat jetzt übrigens bei einer Außentemperatur von minus 2 Grad, ich hatte das in der Hütte gelagert, ungefähr 2 Grad, 3 Grad. Und damit der nächste Test auch wieder funktioniert, werde ich das jetzt im Eiswasser einmal abkühlen. Der Spirituskocher lässt sich einmal mit dem stinknormalen Haushaltsspiritus betreiben oder mit Bioethanol. Das benutze ich eigentlich auch sehr gerne, weil einfach der Geruch nicht so intensiv ist. Sollte einem doch mal was auslaufen. Das Setup ist hier eigentlich auch unheimlich einfach. Man muss lediglich den Deckel abschrauben und dann ist das Ding schon einsatzbereit. Man sieht hier oben die kleinen Löcher. Dadurch werden dann später die Flammen austreten. Unter anderem, außer natürlich hier in der Mitte brennt es natürlich auch. Ich fülle mal ein bisschen was ein. Da muss man so ein bisschen Erfahrungswerte mitbringen. Man kann es natürlich einfach jedes Mal ganz voll machen. Aber wenn man weiß, man möchte nur ein bisschen Wasser erwärmen, dann muss das eigentlich auch nicht bis oben hin voll sein. Einzige Sache, die man hier bedenken muss, wie bekommen wir den Topf hier drauf? Man kann ihn nicht einfach draufstellen. Da gibt es ganz viele verschiedene Lösungen, von leicht bis schwer. Trangia selber bietet ein Komplettsystem an mit Töpfen, Windschutz, Aufstellmöglichkeiten. Es gibt allerdings zum Beispiel auch solche Teile hier. Ja, habe ich mir mal gekauft. Finde ich persönlich jetzt auch mehr so mittelgut, weil es hat doch relativ großes Packmaß. Und da würde man den Kocher jetzt einfach so hier reinstellen. Und hier oben, man sieht schon, das ist eigentlich für einen größeren Topf gedacht, aber auch ein kleiner Becher passt drauf. Was ich mir gekauft habe, was ich persönlich eigentlich ideal finde, das sind hier einfach wirklich ganz dünne Edelstahlplättchen. Sind hier zusammengehalten, die steckt man ineinander und dann hat man schon ein Kreuz für Topf oder für Becher. So, damit wäre das Ganze fertig aufgebaut. Ich kann wieder Wasser einfüllen und es draufsetzen. Vielleicht noch eine Sache. Man sieht, oder man sieht es gerade nicht, jetzt sieht man es besser. Ich habe hier ein bisschen Spiritus außen rum geschüttet. Ist natürlich, passiert das sowieso aus Versehen. Ist allerdings auch sinnvoll, weil wenn das Ganze sehr kalt ist, muss das erstmal eine gewisse Betriebstemperatur erreichen. Und das erreicht man auch, indem man außen ein bisschen Spiritus dran macht, was dann schon vorwärmt und dann für den besseren Heizeffekt sorgt. Man sieht, es brennt schon. Allerdings habe ich noch keine blauen Flämmchen aus den Löchern. Das dauert einfach einen Moment. Da habe ich festgestellt, es hilft, wenn man ein bisschen pustet. Sieht erstmal wüst aus. Aber das macht das Ganze auch noch mal ein bisschen heißer. Gut. Wir nehmen wieder den Timer und los geht's. Und stopp. Wir haben jetzt 7 Minuten 55. Das ist mehr als das Doppelte, was wir beim Gas gebraucht haben. Das ist also schon ein erheblicher Unterschied, wobei man jetzt wirklich dazu sagen muss, die Temperatur und natürlich auch die Windanfälligkeit macht beim Spirituskocher wesentlich mehr aus. Also wenn ich das jetzt an einer windgeschützten Stelle oder mit einem Windschutz aufgebaut hätte, dann wäre es eventuell ein bisschen schneller gewesen. Aber grundsätzlich ist Gas das Schnellste. In den Sommermonaten, da relativiert sich das Ganze ein bisschen, dann kommt der Spiritus schon etwas näher ans Gas. Wenn auch jetzt nicht unendlich viel, da schafft man das Ganze vielleicht in 5,5 Minuten. Aber die Temperatur spielt hier schon eine gewisse Rolle. Ob man den Kocher jetzt einfach ausbrennen lässt, den restlichen Brennstoff verwirft oder ob man das Ganze jetzt ablöscht, einfach so. Und dann, nachdem es etwas abgekühlt hat, wieder zuschraubt und so mitnimmt, das bleibt eigentlich jedem selbst überlassen. Also ich habe relativ gute Erfahrungen gemacht, zumindest mit meinem durch diesen Dichtungsring hier in der Mitte kann man das ohne weiteres auch wieder in den Rucksack reinpacken. Ich würde es jetzt nicht in die Nähe von Lebensmitteln lassen. Ich hatte es einmal gehabt am Westweg, da ist mir etwas hier reingekommen. Ja, ich weiß ja allerdings nicht, ob es aus der Flasche kam oder aus dem eigentlichen Kocher. Und dann haben die Ravioli nach Spiritus geschmeckt. Ja, da sind wir auch schon beim letzten Kocher, das ist in dem Fall der Holzvergaser. Im Prinzip nichts anderes als ein kleines, in sich geschlossenes Lagerfeuer. Man kann natürlich auch direkt ein Lagerfeuer machen. Habe ich immer ein bisschen Manschette, weil man muss sowas gut vorbereiten. Es muss legal sein, zumindest im Ansatz, sei es, dass der Waldbesitzer sein Okay gegeben hat. Ist eine offizielle Feuerstelle ist oder einfach in der Gegend, ja, wo das Ganze statthaft ist. Wie man sieht, habe ich hier schon einiges vorbereitet, außer das Zusammenbauen des eigentlichen Geräts. Das machen wir jetzt mal schnell. Zunächst das Unterteil, dieses hier,
die eigentliche Brennkammer, nenne ich es mal. Habe ich, wie gesagt, schon vorbereitet mit ein bisschen Birkenrinde, Kienspan. Wird hier reingesetzt. Und zu guter Letzt kommt oben auf der Topfhalter. Man sieht schon, aufgebaut ist das Ganze relativ groß. Aber wie gesagt, eine Buschbox ist auch nicht kleiner. Allerdings lässt die sich sehr viel kleiner verpacken. Raucht aber meiner Erfahrung nach ein bisschen mehr. Also ich habe ja schon welche im Einsatz gesehen. Kumpel hat auch eine. Irgendwann werde ich mir sicher auch noch mal eine besorgen. Das heißt also, hier haben wir ein bisschen mehr zu tragen. Wobei bei mir, ich habe ein Kochgeschirr, da passt das genau rein. Ja, das heißt, ich habe einen großen Topf mit Deckel und zusammengebaut passt der genau hier rein. Also an Volumen verliere ich da eigentlich nichts. Ganz sicher der größte Vorteil ist, dass man praktisch überhaupt keinen Brennstoff mitnehmen muss. Eventuell ein bisschen Zunder, Feuer, klar. Aber man braucht natürlich auch die, ich nenne sie mal Skills, um Feuer zu entfachen. Ja, also wer ein Lagerfeuer nicht ankriegt, der könnte hier dann auch Schwierigkeiten haben. Kann man das aber, hat man natürlich wirklich den Vorteil, man sucht sich einfach den Brennstoff vor Ort. So, dann hoffen wir mal das Beste. Siehe da, jetzt hat unten wahrscheinlich der Kienspan gerade Feuer gefangen. Jetzt füttern wir das Ganze mal ein bisschen an. Ja, man sieht durch die wahnsinnig vielen Lufteinlässe, die wir auch unten haben, es raucht praktisch überhaupt nicht. Und da sehe ich den großen Vorteil gegenüber der Buschbox oder halt auch vom normalen Lagerfeuer. Also wenn man nicht gerade wirklich schlechtes Holz hat, hat man ziemlich gute Chancen, hier ein Feuer zu entfachen, was praktisch rauchlos verbrennt. Man sieht das jetzt hier innen drin auch schon. Da hat jetzt schon die Sekundärverbrennung eingesetzt. Ja, durch diese Hitze in dem geschlossenen Kreislauf mit der vielen Luftzufuhr ist es so, dass selbst die Gase, die Rauchgase, die dabei entstehen, mit verbrannt werden. Das ist auch der Grund, warum wir hier oben fast keinen Rauch sehen. Aber ich würde sagen, wir stellen jetzt mal Wasser drauf und starten auch hier wieder den Timer. Also es ist der Hammer, wie das Teil hier gerade abgeht. Wie ein Düsentriebwerk. Ich habe gerade nochmal nachgelegt, habe wieder 300 ml Wasser. Habe auch wieder abgekühlt vorher. Stellen die Stoppuhr auf 0. Deckel drauf. Und los geht's. Ja, man sieht schon, einen kleinen Fehler habe ich gemacht. Ich hätte das Ganze vielleicht ein bisschen runterbrennen lassen sollen. Die Hitze hätte auch noch gereicht. Jetzt darf ich natürlich den Topf ordentlich reinigen. Da ist jetzt eine Menge Ruß dabei. Aber ich höre es schon. Es fängt, glaube ich, sogar schon an zu sprudeln. Wir schauen mal oben rein. Ja, es ist schon kurz vorm Sprudeln. Im Moment wird es noch dauern. Und es sprudelt. 2 Minuten 54. Also noch unter dem Gaskocher. Aber wie gesagt, man hätte durchaus auch noch einen Moment warten können, bis etwas runtergebrannt ist, weil die Glut selber ist halt auch unheimlich heiß. Ja, der Vorteil ist ganz sicher auch noch, also wenn man jetzt hier so ein paar Stöckchen reingeworfen hat, das war kein Holz, was ich gespalten habe. Das sind einfach nur ein paar Äste gewesen. Da hat man jetzt, hätte man noch genug Glut, um ein großes Essen kochen zu können. Oder selbst noch Feuer, wie man sieht. Ich habe auch noch ein paar Stückchen hier liegen. Also da ist es dann halt mit 300 ml Wasser nicht vorbei. Und insofern ist dieser Kocher halt hocheffizient. Also auch für größere Mahlzeiten oder größere Wassermengen perfekt. Und nach wie vor nur sehr wenig Rauch. Was auch noch ganz cool ist, man kann sich diese Dinger auch selber improvisieren aus zwei verschiedenen großen Konservendosen, natürlich unbeschichtete. Habe ich auch schon mal gemacht, das zeige ich euch aber in einem anderen Video. Ja, während das jetzt hier hinter mir noch ein bisschen weiter brennt und mich in der Tat sogar noch wärmt von hier aus, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Welcher Kocher ist für was geeignet? Ich verrate euch vielleicht zuerst mal, welcher Kocher mein Favorit in Anführungszeichen ist, beziehungsweise derjenige, den ich am häufigsten benutze.
Und das ist ganz klar der Drangia, der Spirituskocher. Warum? Er ist unheimlich leicht. Er hat ein sehr, sehr kleines Packmaß. Man kann den Brennstoff genau auf das abstimmen, was man vorhat. Also egal, ob man jetzt einfach nur mal nachmittags einen Tee kochen will, eine Nacht irgendwo verbringt oder sogar 2-3 Tage irgendwo ist. Man hat immer die Möglichkeit, den Brennstoff so zu variieren, wie man ihn braucht. Weiterer Vorteil, wir haben hier weder Rauch, noch Qualm, noch Geräusche. Also es ist so ein richtiger Stealth-Kocher, sage ich mal. Ja, den kann man ohne weiteres auch mal im Wald benutzen, wenn man natürlich vorher darauf geachtet hat, dass keinerlei Brände entstehen können, dass man schön außenrum Platz gemacht hat, nichts verschüttet hat. Dann kann man den sehr, sehr gefahrlos einsetzen. Es wird nämlich weder jemand großartig sehen, noch riechen. Und entsprechend ist das ein Kocher, den man wirklich fast überall benutzen kann. Nachteil ist ganz klar, er ist etwas anfällig für Kälte. Und natürlich auch Wind. Das heißt, man muss sich entweder eine windgeschützte Stelle suchen, einen Windschutz bauen, mitnehmen, wie auch immer. Und man muss sich klar sein, Temperaturen wie heute um den Gefrierpunkt oder kurz darunter lässt die Leistung etwas nach. Der Gaskocher, den nehme ich sehr gerne mit, wenn ich so Familienausflüge mache oder auch zum Camping, weil das ganz einfach eine sehr schnelle Art ist, um sein Wasser oder sein Essen warm zu bekommen. Er ist bei fast jeder Temperatur einsetzbar. Auch hier haben wir natürlich wieder die Probleme, wenn es in den Minusbereich geht. Gibt es dann aber spezielle Gasmischungen, beziehungsweise man kann sich so einen Kocher holen, wo die Kartusche auch mal auf dem Kopf stehen kann und durch einen Schlauch zum eigentlichen Brenner geht. Und dann funktioniert das wirklich tadellos. Nachteil hierbei ist natürlich die Lautstärke. Also ein Gaskocher, der voll aufgedreht ist, ist durchaus etwas lauter. Er ist allerdings in der Handhabung auch sicher. Das ist so eine Sache, die ich halt, wie gesagt, gerne für Camping benutze, wenn ich auf Zeltplätzen bin oder auch wenn ich nachmittags nur mal unterwegs bin und einen Tee oder einen Kaffee auf einer Familienwanderung warm machen möchte. Ja, was ist mit meinem Holzvergaser? Er ist immer noch am Glühen und sogar ein bisschen am Brennen innen. Ja, Problem ist natürlich das Packmaß, das ist relativ groß. Aber wie gesagt, ich habe ja hier mein Essgeschirr, wo das praktisch reinpasst. Ja, kann ich das auseinandergebaut genau hier rein verpacken, habe also kein Volumen. Er wiegt ein bisschen was, das wäre mir auch egal. Der Nachteil ist vor allen Dingen, es ist nun mal viel offenes Feuer. Darf man nirgendwo machen? Klar, rein rechtlich dürfte ich nicht mal den Drangia irgendwo anmachen. Wie gesagt, wir sind ja in Deutschland relativ eingeschränkt, aber man muss ja nicht ausschließlich in Deutschland unterwegs sein. Was weiß ich, in Schweden oder selbst in Frankreich ist das stellenweise schon wieder ganz anders. Man hat keine Probleme mit dem Brennstoff, den findet man vor Ort. Man muss lediglich seine kleine Zunderbüchse mitnehmen. Allerdings, man muss Feuer machen können. Wer einen Grill lediglich mit Grillanzünder anbekommt, der sollte das Feuer auf jeden Fall üben, denn ein richtiges Feuer muss hier drin entstehen und das muss man einfach ein paar Mal geübt haben. Dafür hat man hier außer dem nahezu unerschöpflichen Brennstoff, je nachdem wo man ist, auch den Vorteil, man hat im Vergleich zu einem normalen Lagerfeuer oder auch zu einer Buschbox, wenn man gutes Holz nimmt, praktisch kein Problem mit Qualm. Sicher, das wird jetzt am Ende, wenn das Ganze ausgebrannt ist, auch mal ein bisschen Qualm produzieren, aber vergleichsweise wenig, weil durch die Hitze der Rauch mit verbrannt wird. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Gartenarbeit vor mir, werde noch ein bisschen Laub rechen. Herrlicher Tag wird das heute. Jetzt langsam gehen wir auf Mitte November zu. War sehr kalt, als ich hier ankam. Inzwischen ist die Sonne draußen, man sieht's und das ist schon richtig toll. Dann genießt den Tag, genießt das Wochenende, genießt den Herbst. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.